In diesem Video werden wir drei Fragen beantworten. Erstens, wie groß sind die Bremsmomente der Bremse im Rechts- und Linkslauf? Zweitens, wie hoch muss der Bremsklotz sein, damit die Bremsmomente im Links- und Rechtslauf gleich groß sind? Und drittens, wann frisst sich die Bremse fest und in welcher Drehrichtung passiert das? Wir fangen an mit der Ermittlung der Bremsmomente. Als erstes wird die Bremse freigeschnitten und wir beginnen hier mit dem Linkslauf. Wir sehen hier einmal oben den Hebel dargestellt mit dem Bremsklotz und unten die Trommel. Die Bremskraft FBX wirkt der Bewegungsrichtung entgegen, das heißt also, sie zeigt hier nach rechts und ist positiv. Also wir gehen davon aus, dass die X-Richtung nach rechts positiv ist, Y nach oben positiv und wir betrachten linksdrehende Momente positiv. Für den Rechtslauf sieht es genau andersherum aus, das heißt also FBX zeigt in die negative X-Richtung. So, die beiden freigeschnittenen Zustände habe ich jetzt hier einmal links und rechts dargestellt und für beide können wir jetzt einmal aufschreiben, wie groß die Momente sind. Und zwar nenne ich die Momente einmal MBL für Bremsmoment Linkslauf ist gleich minus FBX mal d halbe. Und für den Rechtslauf ist das MBR ist gleich FBX, weil es ja ein linksdrehendes Moment ist, ist hier positiv, mal d halbe. Als nächstes wird der Zusammenhang zwischen der Reibkraft und der Normalkraft notiert. Das bedeutet, FBX ist gleich μ mal FBY. Und das können wir einmal nach FBY umstellen, weil wir das später so brauchen werden. Und das ist dann FBX geteilt durch μ. Die Trommeln interessieren uns jetzt im nächsten Moment erstmal nicht und außerdem brauchen wir den Platz für die Rechnung, deswegen machen wir die hier mal weg. Und um unsere Formeln in der Mitte malen wir mal einen kleinen Kasten, damit wir damit nicht durcheinander kommen, was wir jetzt links und rechts hinschreiben werden. Also ich werde jetzt auf der linken Seite alle Gleichungen für den Linkslauf hinschreiben und auf der rechten Seite alle Gleichungen für den Rechtslauf, und zwar jeweils immer Schritt für Schritt. Die Kräftebilanzen in X- und Y-Richtung brauchen wir hierbei nicht betrachten, sondern wir können gleich mit der Momentenbilanz anfangen. Und das bedeutet für die linke Seite Summe der Momente, und wir wählen hier den Punkt A, um den wir drehen, ist gleich 0, ist gleich minus FBX, weil das Moment ja rechts rumdreht, mal B plus FBY, ein linksdrehendes Moment, mal A minus F mal L. Und auf der rechten Seite, also für den rechtsdrehenden Zustand, ist das Summe der Momente um A ist gleich 0, ist gleich FBX mal B, also hier ist es positiv, plus FBY mal A minus F mal L. Und von dort aus geht es jetzt weiter, wieder auf der linken Seite. Stellen wir einmal um, 0 ist gleich minus FBX mal B plus, und jetzt haben wir eingesetzt den Zusammenhang FBY ist gleich FBX durch μ, FBX durch μ mal A minus F mal L. Und für die rechte Seite, 0 ist gleich FBX mal B und wieder das eingesetzte FBX geteilt durch μ mal A minus F mal L. Der nächste Schritt wieder auf der linken Seite. F mal L ist gleich minus FBX mal, Klammer auf, B minus A durch μ, Klammer zu. Und für die rechte Seite ist das F mal L ist gleich FBX mal, Klammer auf, B plus A durch μ. Man erkennt schon den wesentlichen Unterschied. Und wieder auf die linke Seite. FBX ist gleich minus F mal L geteilt durch B minus A durch μ, Klammer zu. Und auf der rechten Seite, FBX ist gleich F mal L geteilt durch, Klammer auf, B plus A durch μ. So, und jetzt haben wir in der Mitte notiert, wie wir unsere Bremsmomente berechnen. Das heißt also, MBL ist ja minus FBX mal d halbe. Das heißt, MBL ist gleich F mal L mal D geteilt durch 2 mal, Klammer auf, B minus A durch μ. Das Bremsmoment für den Rechtslauf ist MBR ist gleich F mal L mal D geteilt durch 2 mal, Klammer auf, B plus A durch μ, Klammer zu. So, was heißt das jetzt? Das heißt, dass das Bremsmoment im Linkslauf auf jeden Fall höher ist als im Rechtslauf, denn
Im Linkslauf ist der Ausdruck unter dem Bruchstrich kleiner als im Rechtslauf. Damit zur nächsten Frage: Wie groß muss B sein, damit die Bremsmomente im Rechts- und Linkslauf gleich groß sind? Wenn die Bremsmomente gleich groß sein sollen, dann bedeutet das, MBR ist gleich minus MBL. Das können wir einmal ausschreiben. Und zwar ist das dann F mal L mal D geteilt durch 2 mal B plus A durch μ ist gleich minus F mal L mal D geteilt durch 2 mal, Klammer auf, B minus A durch μ, Klammer zu. Da kürze ich jetzt eine Menge bei raus, sodass am Ende übrig bleibt, B plus A durch μ ist gleich minus B plus A durch μ. Und dann kommen wir am Ende dazu, dass B 0 ist. Das heißt also, die Bremsmomente für den Links- und Rechtslauf sind nur gleich groß, wenn der Bremsklotz die Höhe 0 hat. Das heißt also, wenn der eigentlich nicht da ist. Damit zur nächsten Frage: Wann frisst sich die Bremse fest und in welcher Drehrichtung passiert das? Was bedeutet das, dass sich die Bremse festfrisst? Das bedeutet, dass das Bremsmoment gegen unendlich geht. Und wann kann das sein? Wenn wir die beiden Gleichungen für die Bremsmomente nochmal anschauen, dann sehen wir, dass unterhalb des Bruchstrichs nur auf der einen Seite einmal eine Null bei rauskommen kann, beziehungsweise dass es gegen Null gehen kann. Was dann bedeutet, dass wenn ich F mal L mal D durch einen Wert teile, der gegen Null geht, dann kommt ein unendlich hohes Bremsmoment raus. Und das kann nur im Linksbetrieb passieren. Und das bedeutet, B minus A durch μ ist gleich 0. Das heißt also, wenn das zutrifft, dann erstmal ist es dann mathematisch nicht definiert, aber wenn es gegen 0 geht, dann wird es unendlich groß. Wenn wir das umstellen, kommt dabei raus, B ist gleich A durch μ. Das heißt also, wenn dieses Größenverhältnis gegeben ist, dann wird sich die Bremse festfressen. Damit haben wir alle drei Fragen zu dieser Bremse beantwortet und die Aufgabe ist gelöst.